Mein Name ist Lena Ludwig. Ich bin seit 2019 hier bei der Hosokawa Alpine im Marketing angestellt. Genauer bin ich als Event- und Marketingmanagerin tätig. Das heißt, eigentlich hätte ich unsere ganzen Messeauftritte organisieren sollen. Das habe ich dann auch am Anfang noch gemacht. Aber dann kam Corona und damit auch keine Messen mehr. Und dann habe ich erstmal ganz viel ausgeholfen, habe mir hier auch sehr viel aneignen können. Und dann haben wir unsere Events einfach in den Online-Bereich verlagert. Heißt, wir machen Webinare für unsere Kunden über zum Beispiel die Vermahlung von Zucker oder unser Portfolio im Miet- und Gebrauchtmaschinensegment und bieten die dann eben an. Und ich mache vorher die Organisation und dann auch als Administrator die Durchführung dieser Webinare. Als ich die Stelle entdeckt habe, wusste ich gleich, das will ich machen. Also ich organisiere wahnsinnig gerne und wollte eh immer schon in die Eventrichtung gehen. Und dann war für mich klar, okay, ich will mich da bewerben. Auch weil Alpine eben noch ein Industrieunternehmen ist und ich es total spannend, faszinierend finde, wenn ein Unternehmen noch was Greifbares produziert, wenn man hier durch die Produktion laufen kann. Und das finde ich eigentlich in meinem Job total super, weil er halt so irgendwie das Organisieren mit aber der Industrie verbindet. Zudem wird es im Marketing nie langweilig. Also gerade der Online-Bereich wird ja immer, der entwickelt sich ganz, ganz schnell weiter. Da gibt es immer Neuigkeiten und da kriege ich dann auch von den Kollegen ganz viel mit. Also auch wenn das jetzt nicht mein Hauptjob ist, aber ich bekomme ganz viel mit und ich kann ganz viel lernen. Bei der Alpine finde ich es total schön, dass trotz, dass wir sind kein ganz kleines Unternehmen mehr, sind ja dann doch irgendwie 800 plus Mitarbeiter, aber der Umgang ist sehr familiär miteinander. Also auf dem Hof grüßt einen jeder. Ich kenne jeden Staplerfahrer vom Vorbeilaufen und das ist einfach schön. Auch wenn man mal eine Frage hat, kann man jeden anrufen und entweder er weiß es und kann einem weiterhelfen oder wenn nicht, weiß er jemanden, der jemanden weiß. Also hier kennt jeder noch jeden. Man merkt, dass ganz viele Mitarbeiter seit Jahrzehnten hier sind und sich auskennen und ich mag diesen familiären Umgang miteinander. Das ist irgendwie, das finde ich sehr schön, trotz dass wir ja dann doch schon größere Strukturen haben, was auch seine Vorteile mit sich bringt. Und außerdem bei der Alpine finde ich es auch, es ist sehr spannend, wir sind ein lokales Unternehmen, was irgendwie ein Traditionsunternehmen in Augsburg ist und hier seinen Standort hat und auch sehr verlässlich zu diesem Standort steht, was mir als Mitarbeiter ganz viel Sicherheit bringt, aber wir sind auch sehr international, wir haben ein internationales Projektgeschäft, wir haben wahnsinnig viele Tochter- und Schwesterfirmen im Ausland, mit denen ich auch durch die Messevorbereitung sehr viel zusammenarbeite und es gibt so eine schöne Mischung aus lokaler Präsenz und hier Zuverlässigkeit, aber halt internationales Projektgeschäft und auch viel andere Sprachen mal sprechen und mal mit anderen Leuten zu tun haben und das ist eine sehr schöne Abwechslung.